Ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Ah! Geronimo! Wow. Was ich auch cool finde, man kriegt so einen Tunnelblick, je schneller man ist, und da kommt man nicht durch. Das ist so eine kleine Falle. Wenn man da hinkommt, dann geht es gleich mal durch, geht es gleich mal zu. Das heißt, wir müssen uns hier so schnell wie möglich unseren Weg durchbahnen. Und einfach fliehen. Ja. Einfach laufen. Scheißegal, was hinter uns ist. Ihr dreht euch in dem Spiel kaum um. Ihr rennt einfach nur. Ihr habt nie einen Plan, was hinter euch ist, und das wird später richtig fies. Aber ich will mal nichts spoilern. Kopf voraus, Kleine, und denk dran, eine nach dem anderen. Ja, ja, ein nach dem anderen. Ha! So, dann haben wir dich schon mal. So, den lassen wir mal in Ruhe. Er sollte uns eh nicht treffen. Es gibt anscheinend auch ein Achievement, dass man, wenn man keinen umbringt mit einer Waffe, dass man irgendwie ein anderes Ending kriegt oder so, aber das ist einfach grottenschwer. Das ist auf normal schon abartig, aber ich weiß nicht. Ja, genau, halt dich halt nicht fest. Geh hoch! Ah! Das ist auch krass, wie viel Schüsse die eigentlich aushält. Raus hier! Ah, da. Tschuuu! Oh, das tut weh. Bist du okay? Komm schon. Ja, chill mal. Du hast dich gut geschlagen, Faith. Ich weiß immer noch nicht, warum die Cops so schießwütig sind, aber ich bleib dran. Und mach dir keine Sorgen um deine Schwester, wir regeln das. Na klar, regelt ihr das. Hoffen wir das Beste. Mercs Unterschlupf. Verdammt, Merc! Irgendwas macht irgendwen nervös. Ich weiß nicht warum, aber sie sind mächtig unruhig. Hi, Sal. War schwer zu entkommen? Nee, die Cops sind einfach zu lahm. Aber sie sind ziemlich schießwütig geworden. Im ganzen Funk ist nur noch Pope-Thema. Die Cops sind heiß. Sehr heiß. Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht stehen Vertragsverlängerungen an. Also Vorsicht da draußen, Cell. Also was soll der Aufruhr? Unsere Kleine hier hat Beweismaterial von einem Tatort entfernt. Jetzt ist jeder Cop der Stadt hinter ihr her. Ist das das Beweismaterial? Ja. Es ist wohl aus einem Tagebuch. Der Rest davon war weg. Alles, was ich entziffern kann, ist Icarus oder so. Und zum Höchsten. Icarus? War das nicht dieser Grieche? Genau. Sein Vater hat den Flügel aus Federn und Wachs gemacht. Dann ist der Kleine zu nah an die Sonne geflogen. Und keine Flügel mehr und kein Icarus mehr. Wenn irgendjemand was gehört hat, dann er, das weißt du, Faith. Ja. Ich weiß, er ist kein Runner mehr, aber er hat Kontakte. Irgendwann begegnet ihr euch. Wollen wir wetten? Wer? Jackknife. Drake weiß, wo Jackknife steckt. Er ist auf den Dächern beim alten Trainingsgelände der Runner nahe der Kanalisation. Aber auf dem Weg dahin wimmelst nur so von Cops. Alles klar. Du kannst den Kanälen bis nach Hampton Town folgen. Also los. Okay, da kommen wir nicht rüber, das Stacheldraht. Deswegen gucken wir mal ein bisschen in der Gegend rum. Ja, ich weiß. Wir müssen da hoch. So, da müssen wir doch irgendwie da rüberkommen. Zack und zack. Einmal rüber gehangelt. Und dann können wir, glaube ich, sogar, ja genau, hier rüber und dann so und dann können wir uns abrollen. Super. Was? Puh! Warum städtische? Lass mich bloß in Ruhe. Ja, ich werde nichts anderes tun, glaub mir. Ich bleib auf keinen Fall stehen. Wenn da so ein blöder... Ja, genau! Weil das zu hoch war. Ah, das könnte böse enden. Ja, ich sollte eigentlich in Deckung gehen oder so. Und da ist meine Chance oder Möglichkeit. Fuck it. Ja, mit Snipern. Und tot. Und da bin ich falsch gelaufen. Wobei ich das teilweise immer noch als Glücksspiel sehe, ob die dich treffen oder nicht. Ich weiß nicht. Also
sobald der Sniper kommt, wird's eigentlich bitter. Ja, ich weiß, dass der Helikopter mich entdeckt hat. So, ich dachte eigentlich, da könnte man so durch. Aber anscheinend doch nicht. Egal. So. Ja, genau. Wie die halt immer mit ihren scheiß Dingern hier rumschießen müssen. So, 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 so. Ah, da war so ein Beutel. Aber ich glaube, den haben wir jetzt nicht aufgenommen. Aber auch egal eigentlich. So, jetzt sind wir schneller. Oder zumindest ein bisschen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal laufen. Ja, genau, abgebremst. Fuck it. Solange eh kein Laser-Dingens da ist, dann ist eh alles cool. Alter, fahren die hier auch noch mit Autos oder was? Safety! Ja. Gott sei Dank sind solche Dinger immer noch rot unterlegt. So Ventile oder so, falls irgend so Gas ausströmt oder so. Das ist doch noch recht praktisch, weil sonst würde man sich, glaube ich, zu Tode suchen. Also Sachen, mit denen man interagieren muss, sind immer noch rot. Aber solche Sachen wie Rohre oder so, die nicht. Ah, ich glaube, da kommt mir eh keiner mehr nach. Frag mich, ob ich den Beutel jetzt aufgenommen habe. Ich weiß es gerade gar nicht. Und ich werde wahrscheinlich im Stück aufnehmen, so wie den hier. Oh. Alles klar, das heißt, wir werden in die Kanalisation gehen. Ja, da vorne sind sie schon, die Ekelhaften. Geronimo! Und abwärts geht's. Ah, der Helikopter, ey. Perfekt. Schön abgerollt. So, hier rüber, darüber. Konnten wir hier nicht irgendwo runter? Anscheinend nicht. Der Vogel zieht ab, sieht aus, als er die Luft rein. Wunderbar. Jetzt schwing ich in die Kanäle. Ja, ich bin unterwegs, ey. Chill mal, ich bin schon auf dem Weg in die Kanalisation. Ich glaube, da kam ich von der anderen Seite besser durch. Glaube ich zumindest, ja. Kann ich nämlich an dieses Rohr hier hin. Und dann kann ich hier einfach so rüber. Und jetzt müssen wir ganz nach unten in die Kanalisation. Boah, halt dich blutfest. Ich mag die Rohre ehrlich gesagt überhaupt nicht. Weil die bei mir irgendwie immer rumbacken. Weil die springt dann immer normal und dann hält sie sich nicht fest. Und das ist immer total nervig. Vielleicht kann ich es mal zeigen oder so. Ich weiß es nicht. Aber da ist ein roter Button, den müssen wir drücken. Notentriegelung! Ich hab nicht geguckt, dass da ein Abgrund ist. Verdammt. Da muss ich einen Wallrun drüber machen, weil jetzt geht da drüben das Tor auf. So, perfekt. Dann hier nochmal rüber. Super. Dann können wir hier hoch und dann sind wir eh schon da oben. Das Spiel ist übrigens nicht allzu lang. Weil es eigentlich immer noch länger ist, als ich eigentlich dachte. Verdammt. Alles im Grünen hier. Wortwitz. So, jetzt sind wir hier drüben, dann da. Ja, ich kenne das eigentlich schon aus in- und auswendig, das Ganze. So, und da können wir eigentlich gleich mal ein paar Leute töten. Ja, ich hab's doch aufgemacht. Türchen. Beweg dich. Geht doch. Autsch. Ich dachte eigentlich, die Dingens reicht, die Höhe. Ich habe hier Karten der Kanalisation. Auf der anderen Seite sollte ein Ausgang sein. Sieht ziemlich hoch aus. Okay. Das heißt, wir müssen von unten nach oben. Müssen wir wieder gucken, wie wir hier rauskommen. Naja, wir folgen einfach mal unserer Nase. Auch wenn wir um die Ecke rennen. Aber ist ja egal. Wir werden schon irgendwie ans Ziel kommen. Ist ja doch irgendwie ein bisschen linear das Spiel. Sie haben wohl geahnt, dass du dich da drin verkriechst und haben weiter vorne Scharfschützen postiert. Ja, genau, da vorne. Gut, dass du sagst, Junge. Ich mag dich. So. Chup, chup. So, da sind wir. Ja, genau, mach die Ratte kaputt. Der hat euch gar nichts getan. Ihr Schweine.
Du hast die Ratte eliminiert. Ich schalte es aus, Mann. Wo sind wir denn? Auf F konnten wir zoomen, glaube ich. Alter, willst du mich verarschen? So, da haben wir ihn. Und da haben wir den anderen. Das sollte eigentlich eh schon jeder Scharfschütze gewesen sein hier. Mehr gibt's hier, glaube ich, gar nicht mehr. Später kommen noch ein paar, aber... Bis die kommen, sind wir, glaube ich, schon weg. Hoffe ich zumindest. Wir müssen auf jeden Fall schnell sein. So. Dann sind wir eigentlich schon ganz oben. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch gucken, wo wir hin müssen. Falls sich einer fragt, warum ich immer die Beine so nach oben tue, also Shift drücke, während ich springe, da kommt man ein bisschen weiter. Man will es nicht glauben, aber manche Absprünge gehen da doch schon besser. So, hier rüber. Und dann müssten wir, glaube ich, hier lang. Ja, genau, da kommt sie schon. Ja, chill. Drück den roten Button und ciao, ab dafür. So, jetzt geht die Tür zu. Okay. Wir müssen hier irgendwie hoch. Ach, das kriegen wir schon hin. Verdammt, wenn ich nicht so blöd wäre. Manno! Meine Fresse. Das geht so gar nicht. Fuck. Nimm halt den regulären Weg. So, gut, dass es hier keine falsche Seite gibt. Okay, okay, okay. Oh! Eine Rutschfahrt, die ist lustig, eine Rutschfahrt, die ist schön. Und tot! Ich dachte eigentlich, ich könnte einen Wallrun hier machen. Verdammt, habe ich mich wohl geirrt. Kann man eigentlich auch so? Nö, schade. Muss man so machen. Hab mich getäuscht. So, hier hoch. Aber hier geht's. Komm schon. Verdammt, geht's auch nicht. Ah, da machen wir es halt auf dem normalen Weg. Meine Fresse hier. Ja, genau. Da kriegen wir kurz mal Schaden, aber bleiben hier stehen. Das heißt, wir können hier mal gemütlich. Wow. Dachte schon, ich fall schon wieder runter. Okay, da drüben geht das Tor auf. Wow. Ja, und dann sind wir wieder hier. Okay. Wow. Ganz ruhig bleiben hier. Muss ich hier wieder hoch? Ich glaube schon, ja. Wir müssen wieder ganz nach oben. Erst müssen wir runter in die Kanalisation und jetzt müssen wir wieder nach oben. Super. Hast du gut gemacht. Links oder rechts? Links. Das sieht richtig aus. Genau das meine ich damit. Die Frau springt nicht richtig. Das war scheiße. Oh mein Gott. Ach wirklich? Das ist der Hampton-Town-Zugang. Das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, das wäre die Kanalisation. Oh mein Gott. So. Springen. Springen einfach, springen. Macht sie es hier? Ah, perfekt. Vielleicht war ich einfach nur auf der falschen Höhe. Egal. Wow. So, dann hier hin, dann... Ah, da können wir wieder hoch. Perfekt, da wäre sogar eine Leiter. Wollen wir die Leiter benutzen? Ja, wir wollen die Leiter mal benutzen. Hm, okay, da kommen wir so nicht rüber. Da müssen wir erstmal das Wasser abstellen. Aber die Cops sind auch noch da oben, ich weiß es. Diese blöden Cops. Ich persönlich mag ja keine Polizisten. Ich weiß nicht. Für mich alles korrupte Schweine. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Zumindest unsere. Ich weiß nicht. Es gibt Ausnahmen natürlich, aber ich weiß nicht. Ich mag Polizisten nicht. Ah, Kranfernsteuerung. Das heißt, von hier oben kommt noch was runter, beziehungsweise hoch. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Ja, genau, da kommt er schon angefahren. Und da müssen wir drauf springen, damit wir wieder hochkommen. Klingt logisch, ne? Wow! So, da muss ich mal gucken, ob wir das gut hinkriegen. Vielleicht schaffe ich es auch, ohne einen zu töten. Oh ja. Da stehen sie nämlich wieder, die ganzen Corrupten Bullen. Und das heißt, ja, wenn wir schnell genug sind, könnte es sogar klappen.
Das heißt, ja genau, du hast eine Pumpgun. Schieß mir doch gleich in den Schädel, du Arsch. Wow. Ey, ich hätte es fast geschafft. Fast hätte ich es geschafft. Ich werde es noch einmal probieren, ohne einen umzulegen. Vielleicht nehme ich auch einfach nur den falschen Weg. Kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht.